Diesen Freitag ist der Katrein-Tag und da heißt es ja, Katrein stellt den Tanz ein. In unserer Serie Neues von gestern drehen wir dazu das Rad der Zeit 50 Jahre zurück und zeigen eine Tanzveranstaltung, bei der der Volkstanz im Vordergrund stand. Früher gab es rund um den Katrein-Tag am 25. November zahlreiche Bräuche in ganz Österreich. Anfang der 1970er Jahre war davon aber nur mehr der Katrein-Tanz übrig. Und der gab den Tanzbegeisterten die Gelegenheit, sozusagen für sich selbst zu tanzen. So hatten sich zum Katrein-Tanz in Klagenfurt rund 200 Paare aus etwa 20 Volkstanzgruppen des Mittel- und Unterkärntner Raumes eingefunden. Der Kärntner Anzug oder die erneuerte Männertracht dominierte bei den Burschen ebenso wie bei den Mädchen das Talschaftsdirndl oder die Festtagstracht vorherrschte. Im Gegensatz zu anderen Jahren waren diesmal fast ausschließlich junge Leute gekommen, die mit großem Eifer die lange Folge der Tänze durchhielten. Getanzt wurden neben den offenen Tänzen Walzer, Polka und Marsch vor allem die 12 österreichischen Standard-Volkstänze wie Kuckuckspolka, Buchberger Schottisch, Krebspolka, Hirtermadel, Jägermarsch, Studentenpolka oder der Steirecker. In den Tanzpausen zeigten Spitzengruppen Tänze aus ihrem Vortragsprogramm. Drei Tanzgruppen der Landjugend, die in einem Landestanzbewerb die ersten drei Plätze einnahmen, führten den Deutschen aus Mieger vor. Bevor also Katrein den Tanz einstellte, wurden noch mit großer Begeisterung die verschiedensten Figuren getanzt. Beim Katrein-Fest in Klagenfurt vor 50 Jahren, im Jahr 1973.